Mein Name ist Carola Tesche, ich bin hier auf der SMT am Stand der EPP. Bei mir ist Herr Windemuth von der Firma Panasonic. Herr Windemuth, mit welchen Ausstellungsstücken sind Sie heuer auf der Messe vertreten? Panasonic hat jetzt hier eine weite Produktpalette vom Halbleiterbereich, Frontend, Backend bis hin zur SMD-Technologie, Bestücker, Drucker, Pastendrucker, Odd-Shape, Placer. Die stellen wir hier alle aus, haben unsere technischen, vertriebstechnischen Personalleiter, Technologen hier, um die Produkte ausreichend dem Kunden erklären und vorführen zu können. Sie sagen Kunden, welche Zielgruppe sprechen Sie denn an? In Europa ist das sehr vielfältig. Wir haben sehr viele Automotive-Kunden. Speziell im Automotive-Markt sind wir bei 60-70% unseres Umsatzvolumens, haben aber eben sehr viele Mittelständler auch, sehr viele Industriekunden, sehr viel Osteuropa zunehmend, sonst aber insgesamt ca. 3000 Maschinen installiert derzeit in der europäischen Umgebung. Und welche Entwicklungen am Markt sehen Sie? Wir glauben nach wie vor, dass der Automotive-Markt in Europa sehr stabil bleibt. Mindestens die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre zunehmend viel Umsatz gemacht werden wird. Wir glauben auch, dass sich spezielle Anwendungen im Industriebereich, im Mittelständlerbereich verstärken werden und wollen diese Kunden zunehmend unterstützen. Was uns als japanischen Konzern nicht immer leicht fällt, weil wir weit weg sind. Entsprechend haben wir unsere Technologiezentren in Europa etabliert, um die Kunden vor Ort betreuen zu können. Vielen Dank für das Gespräch.